So, erstmal hier nach unten. Ich mach das mal lieber. Oh mein Gott, jetzt gibt's ja auch noch Hund im Mund, ey. Oh, geil. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. So, noch zwei Ebenen und dann haben wir es geschafft. Und noch ein Hund im Mund. Okay. Und direkt noch eins. Oh ne, komm. Ich mache auch so platt. So. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie umfangreich diese Ebene sein wird. Boah, die sieht etwas umfangreich aus. Gehe ich erstmal hier nach unten. Ganz nach unten am besten. Dann decken wir erstmal so die Gänge auf. Setz bitte jetzt keine Feuerattacke ein. Okay, du bist verwirrt. Jaula, gar nicht gut. Aber es ist rechtzeitig besiegt worden. Sehr gut. Okay, da wäre schon die Treppe. Okay, war auch wieder nur so eine kleine Ebene. Okay. Ja, ich will mich nicht beschweren, wenn die mal so kurz sind, manche. Sollen wir eigentlich auch recht sein. E12. Hallo Tauros. Superschall kann nicht eingesetzt werden. Warum auch immer. Erstmal nach unten. Was du kannst, kann ich schon lange, Tauros. Rasserei bringt dir nichts mehr. Oh, da ist wieder ein Gummi. So, dann möchte ich, dass Rose es bekommt. Werfen. Jawohl. Erstmal hier am besten. Okay. Dann erstmal nach oben. Und tauch aus. Na, dich mach ich doch gerne. Du hältst ja Gott sei Dank nicht allzu viel aus. Sehr gut. Ja, kannst ruhig öfters Glut einsetzen, Hund im Mund. Manknot. Apfel. Erstmal komplett nach rechts. Geheimpower. Aha. Na, kriegt er es noch gebacken? Ich glaube nicht. So, jetzt nach unten bitte und dann kann ich mithelfen. Okay, er braucht jetzt meine Hilfe diesmal nicht. Oh gut. Ein Hundemon! Vergift mich bloß nicht. Okay, da ist die Treppe. Das wird eine Sackgasse sein. Jo. Unten auch, ja. Und links. Okay, ist auch ein schlafendes Tauros. Von mir aus. Ich weiß nicht, ob Geheimpower hier in dem Spiel nützlich ist. Weiß ich echt nicht. Ach toll.
Gegner kommen. So. Und den ganzen Weg darf ich gleich wieder zurückmarschieren. Auch gut. Aber vorher darf ich gegen hohen Dämonen kämpfen. So. Jetzt aber. Ein Hund im Mund und ein Tauros. Interessant. So. Jetzt noch das. Oh, noch ein Hund im Mund. Geil. Darf ich auch mal eine kleine Atempause einlegen? Das wäre sehr nett. Danke. So, ich heile mich erstmal, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich jetzt gegen Xatu kämpfen muss oder nicht. Dann habe ich lieber eine Vollheilung. Und los geht's. Jawohl, wir haben es bis ganz nach oben geschafft, Lufia. Ja, wir sehen's. Dies ist also der Berg der Vorzeit. Sieh mal, dort drüben. Das Xatu. Oh, ein sehr schöner Sonnenuntergang. Lufia. Ist das dort drüben Xatu? Ja, ist es. Entschuldige. Bist du vielleicht Xatu? Hm. Hallo? Hm. Vielleicht ist er schwerhörig. Hallo? Was machst du da, Rose? Oh Gott. Hallo? Geil. Ich find's amüsant. Es ist zwecklos. Er reagiert kein bisschen. Vielleicht ist er ja im Stehen eingeschaffen. Was machen wir denn jetzt, Lufia? Kitzel ihn. Greif ihn an. Nee, komm, so fies sind wir jetzt nicht. Kitzle ihn. Ihn kitzeln? Von mir aus? Ich versuch's. Kitzel, kitzel, kitzel. Hm? Kitzel, 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 kitzel. Kitzel, 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 kitzel. Und Xatu denkt sich nur seinen Teil. Wie, schon aus der Puste? Es hat keinen Sinn, Lufia. Er reagiert überhaupt nicht. Oh, nee. Hä? Na, endlich hat er angefangen zu lachen. Vielleicht hat er nur eine lange Leitung? Wow! Ah! Werdet Zeuge, der Kreislauf der Sonne. Fürwahr, ich bin Xatu. Ihr habt meine wahre Identität erkannt. Ihr seid nicht gewöhnlich. Identität erkannt? Nun, das ist etwas übertrieben. Nein, ich weiß es. Du da. Du bist kein gewöhnliches Pokémon. Du bist ein Mensch, nicht wahr? Oh! Woran hast du das erkannt? Jeden Tag schaue ich mit starrem Blick in den Himmel. Ich habe die Gabe, alles zu erkennen. Ich sehe die Vergangenheit und auch die Zukunft. Dann musst du es uns sagen, Xatu. Lufia und ich sind Freunde. Lufia ist eines Morgens aufgewacht und war ein Pokémon, ohne Erinnerung daran, wie es war, ein Mensch zu sein. Xatu, du kannst uns etwas dazu sagen, nicht wahr? Du weißt doch etwas. Die Naturkatastrophen. In letzter Zeit gab es derer viele. Sie passieren, weil das Gleichgewicht der Welt ins Ungleichgewicht geraten ist. Du bist zu einem Pokémon geworden. Dies hängt untrennbar mit dem Ungleichgewicht zusammen. Warte, die Verwandlung von Lufia in ein Pokémon und die Naturkatastrophen hängen zusammen? Wie meinst du das?
Was hat Luffy mit den Katastrophen, die wir erlebt haben, zu tun? Was? Jetzt rede schon. Wieso bist du auf einmal so schweigsam? Erklär es uns doch bitte. Wir müssen uns auf wichtigere Dinge konzentrieren. Ich befürchte, das Gleichgewicht der Welt, es muss wiederhergestellt werden. Oder das Undenkbare wird unsere Welt heimsuchen. Was sagst du da? Die Welt? Das Undenkbare wird passieren? Jeden Tag sehe ich es. Jeden Tag sehe ich dieselbe Zukunft. Ich fürchte sie. Xatu. Ich fürchte sie. Die Zerstörung der Welt. Die Zerstörung der Welt? Okay, das hört sich echt nicht gut an. Oh nein, Gengar. Kiki. Wer hätte das gedacht? Luffy ist ein Mensch. Das könnte vielleicht nützlich sein. Sehr interessant. Kiki. Gengar, du bist fies. Ich mag Gengar irgendwie jetzt in dem Spiel nicht. Ich mag gleich den Safe State. Am nächsten Morgen. Ja, das war die Riesenschlucht. Morgen, Luffy. Heute strengen wir uns auch wieder an. Aber ich muss dich vorher etwas fragen. Weißt du noch, was Xatu gestern gesagt hat? Bereitet dir das Kopfzerbrechen? Naja, schon, ne? Es geht immerhin um die Zerstörung der Welt. Ja? Yeah, das dachte ich mir. Ich dachte mir, dass es dir Kopfzerbrechen bereitet, Luffy. Er erwähnte eine Verbindung zwischen dem Ungleichgewicht der Welt und deiner Verwandlung in ein Pokémon. Und wie dieses Ungleichgewicht für die Naturkatastrophen verantwortlich ist. Und das Schlimmste ist, dass unsere Welt zerstört wird, wenn das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wird. Ich möchte etwas tun, aber die Sache ist mir zu hoch. Ich verstehe es einfach nicht. Erklär es mir. Das Gleichgewicht der Welt. Was ist das? Luffy, weißt du das? Was das Gleichgewicht der Welt ist? Ich sag jetzt einfach mal, na klar. Oh, echt? Luffy, weißt du es? Dann sag doch mal, was ist das Gleichgewicht der Welt? Das Weltall? Tja, keine Ahnung, das Weltall. Das All? Da, wo die Sterne und der Mond sind? Meinst du dieses All? Also jetzt bin ich noch verwirrter. Das Gleichgewicht der Welt befindet sich also im All? Sieh nach, geh hin. Ich weiß nicht. Das will ich jetzt mal wissen. Ich soll ins All gehen? Wie sollen wir das denn machen? Mit viel Mut. Was meinst du denn damit? Wenn es nur daran liegen würde, würden wir jetzt nicht darüber reden. Du weißt also auch nichts darüber, Luffy. Ach, schade. Ich wollte nur den Rose ein bisschen verarschen. Ich habe auch keine Ahnung, was mit dem Gleichgewicht der Welt gemeint ist oder was es ist. Ehrlich, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ich denke, wir müssen tun, was wir können. Aber eines nach dem anderen. Kann ich schon in den nächsten Dungeon? Also in den nächsten Hauptdungeon? Nö. Das heißt mit anderen Worten, ich darf erstmal eine bestimmte Anzahl an Nebenaufgaben wieder machen. Ja, das... Oh, was? Wovon reden die da? Ja, ich bin schockiert. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das ist ja kaum zu glauben. Hey, klärt uns mal eine auf. Nun, ihr kennt doch die Voluna-Legende. Diese alte Geschichte. Die Legende von Voluna? Was ist das für eine Legende? Was, ihr kennt sie nicht? Das ist doch dieses alte Märchen. Dass man verflucht wird, wenn man einen von Volunas Schweifen berührt. Man hat immer gedacht, dass das nur eine Legende wäre. Aber in letzter Zeit munkelt man, dass da noch was dran sein könnte. Nun ja, es ist immer noch nur ein Gerücht. Ich an eurer Stelle würde darauf nicht viel geben. Ich persönlich halte ja
gar nichts von solchen Gerüchten. Wenn ihr mehr über die Vulnona-Legende erfahren wollt, solltet ihr das Pokémon namens Welser besuchen. Er kennt die Geschichte gut. Welser ist, ihr wisst schon, in seinem Teich. Ja, also Richtung Norden. Besucht ihn, wenn ihr mehr wissen wollt. Ja, okay, das kann ich noch machen und dann höre ich erstmal auf für heute. Aber es interessiert mich wirklich mal, wo das Tangrowth jetzt abgeblieben ist. Hohoho, ich soll von alten Legenden erzählen? Wie war das? Ich soll von der Vulnona-Legende erzählen? Ja. Hohohoho. Also gut, dann werde ich sie erzählen. Es lebte einst ein Pokémon mit Namen Vulnona. Nun, Vulnona hatte viele Schweife und jeden von ihnen wohnten psychische Kräfte inne. Es hieß, der Unglücksrabe, der einen davon berühren sollte, würde für 1000 Jahre verflucht werden. Und tatsächlich hatte eines Tages jemand das Pech, einen Schweif zu berühren. Es war ein Mensch. Ein Mensch? Ja, ein Mensch. Wie zu erwarten, sollte dieser Mensch mit einem 1000-jährigen Fluch belegt werden. Als aber der Mensch vom Fluch getroffen werden sollte, schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Das könnte ich sein, wovon jetzt die Legende spricht. Es opferte sich und wurde selbst von dem Flug getroffen. Warum? Warum nur hat das Pokémon Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Für Gardevoir war dieser Mensch ein Partner. Und zwischen Menschen und Pokémon bestehen sehr starke Bande. Soweit so gut. Aber Menschen, gibt es nicht gute und schlechte Menschen? Sehr richtig. Aus Mitleid mit Gardevoir fragte Vulnona den Menschen, es fragte, willst du Gardevoir retten? Doch der Mensch ließ Gardevoir im Stich und floh. Vulnona war so enttäuscht von dem Menschen, dass es furchtbar wütend wurde. Und es sagte Folgendes voraus. Dieser Mensch wird eines Tages als Pokémon wiedergeboren. Wie bitte? Ein Mensch verwandelt sich in ein Pokémon? Und wenn dieser Mensch zum Pokémon wird, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Und so endet die Legende. Na, hat euch die Geschichte gefallen? An sich ja, aber wir sind jetzt auch ein bisschen sehr überrascht, weil das, wie gesagt, das könnte ich jetzt sein, ne? Aha! Ihr fandet sie so interessant, dass euch die Worte fehlen, was? Hohohoho. Jetzt guckt doch nicht so ernst rein, ihr beiden. Es gibt zwar tatsächlich einige, die behaupten, dass diese Legende wahr ist, aber das ist wirklich nur ein altes Märchen, nichts weiter. Wenn ihr die Legende noch einmal hören möchtet, dann kommt zu mir. Hohohoho.